Hier im Kongresshaus von Alpbach werden heute zum ersten Mal die beiden Bergbaugesellschaften Alpbach und der Wild Schönau ihre Pläne zum Zusammenschluss des Skigebietes präsentieren. Mehr als 10 Jahre lang wurde teils heftig diskutiert, denn es gab nicht nur Befürworter dieses Projektes. Nun aber wurden die Weichen für eine gemeinsame Zukunft gestellt und diese wollen wir uns nun näher anschauen. Mein Name ist Peter Hausberger, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Geschäftsführer der Bergbahn. Also wie ist jetzt das zeitmäßig aufgeteilt? Ja, wir haben einen Zeitplan, dass wir jetzt so schnell wie möglich die Einreichung zusammenbringen und dass wir das Paket an Papier noch werden bringen und wenn möglich im Herbst der Bauverhandlung, jedenfalls sage ich mal September, August, September und vielleicht sogar die ersten Fundamente heuer betonieren können und ansonsten natürlich im Jahr 2012. Also vom Zeitablauf war sicher geschickt, das Jahr 2012 zur Umsetzung, weil man natürlich die Unternehmer ein bisschen pressen kann, weil man ein bisschen ausschreiben kann und in einer Zeit hat, dann glaube ich, war das vom Vorteil. Markus, 10 Jahre hat es jetzt fast gedauert, bis der Schritt da gesetzt hat. Wie ist jetzt dein persönliches Resümee als Bürgermeister? Ja, mein Resümee als Bürgermeister hat sich eigentlich am 17. Mai dieses Jahres neu formieren müssen, weil es eigentlich wieder so angelaufen ist, wie wir es vorgestellt haben. Eine politische Lösung war jetzt nicht das Ziel gewesen, dass auf diese Art funktioniert, aber ich bin demokrat genug, dass ich eine Gemeinderatsentscheidung, wie sie auch immer zustande kommt, zur Kenntnis nehme. Und wenn ich eine Zweidrittelmehrheit für eine Volksbefragung brauche und aber eine Zweidrittelmehrheit dagegen habe, auf das für mich also alles ausgeschöpft und somit ist das einfach so zur Kenntnis zu nehmen, wie es ist. Großer Abend in Alpbach. Hast du mit so viel Leuten da heute in Alpbach gerechnet? Nein, ich hätte nicht mit so viel Leuten gerechnet. Aber es ist, hat mich auf der anderen Seite auch nicht verwundert, dass das Interesse an so einem Projekt einfach groß ist. Wie ist jetzt dein Resümee? Wie wird es jetzt weitergehen? Also das Resümee ist aus meiner Sicht sehr positiv. Es ist eine sachliche Diskussion gewesen von Skeptikern und Befürwortern. Aber ich glaube, dass durchaus die Fragen Berechtigung haben. Der Magister Rupratscher hat ein bemerkenswertes Wort gesagt, wenn nichts passiert, dann passiert was. So hat er es fast sinngemäß gesagt. Siehst du das als Touristiker auch so? Ich glaube, wir haben bei uns die Zahlen gesehen, was in der Region eigentlich jetzt schon seit einigen Jahren stattfindet. Wir haben insgesamt im Winter seit einigen Jahren eine Stagnation bzw. eigentlich einen Rückgang. Nur Alpbach selber hat bis auf den vergangenen Winter kleine Steigerungen gehabt. Aber mit Alpbach, seinen Einwohnern und mit den wenigen Gästen eigentlich, kann er so ein Skigebiet nicht überleben. Die braucht ein größeres Einzugsgebiet und das ist auch ein Faktor.